Alola Leute, heute am Magic Mittwoch, nachdem der Sohnemann heute Morgen Magic Power gepult hat, habe ich hier noch einen Riesenkarton. Kion Draghi. Kion Draghi, wie voll hat. Der hier rumfliegt unter meinem Schreibtisch. Nachdem meine Frau geschimpft hat, ich soll endlich mal die Kartons aufmachen und aufräumen, habe ich mir gedacht, heute am Magic Mittwoch öffnen wir diesen großen Karton. Und zwar ist es ein Kauf vom lieben Dion aus Goldbach, den ich einmal hier rippen möchte. So, der obere Rand ist offen. Und dann, ich gucke mal, ob ich die Kamera einmal ein Stück zurücksetzen kann, dass wir von weiter Entfernung draufblicken können, was wir hier haben. Denn ich habe meinem Sohnemann versprochen, wenn wir den großen Karton öffnen, kann er sich eine Sache aussuchen. Egal welche. Nein, egal welche nicht, denn in diesem Karton verbirgt sich die Pikachu-Box. Die Gengar Box. Die Prospect Box. Die Mary Box. Die Churchester Box. Und die Zilambrin Box. Rufen wir Zilambrin. Und ich schaue einmal nach Giveaways. Nein, da war nichts mehr drin. Wobei man sagen muss, zu dem Preis, wo ich das erworben habe, ist jedes Giveaway eigentlich auch unnötig gewesen. Yeah. Ihr hört, der Sohnemann geht mit der Luftpolsterfolie ab. Und wir haben uns nochmal einmal schön zum Aufstellen hier die Pikachu-Box, glänzendes Schicksal, Weg des Champs, Passback, alles Deutsche. Mit den wunderschönen Pins dabei. Da muss ich mir mal schauen, dass ich da mal mein eigentliches Vorhaben, ich glaube, ich habe schon lange davon gesprochen zu der Zeit, mal durchkriege und mit euch zusammen eine Pin-Form mache. Und jetzt möchte ich eigentlich Luca dir die Pikachu-Box geben. Glänzendes Schicksal mit der Chance auf Glurak V-Max. V-Max Rainbow haben wir da, oder? Shiny? Ja, Shiny oder Rainbow. Danke, Papi. Genau, die möchte ich dir gerne schenken, mein Sohnemann. Die anderen Boxen, Weg des Schelms, bleiben erstmal OVP meine. Aber ich denke, irgendwann wird die Zeit gekommen sein, wo wir das zusammen öffnen werden. Denn auf euch wartet dann die Churchester Weg des Schelms Collection. Die Passback. Das ist Kate, glaube ich. Genau, dann die Zilambrin-Box, Weg des Champs und Mary. Die Mary Spezialkollektion warten dann auf euch. Und dann auf meinen Kanal öffnen können. Gehen. Und auf Luca7 unbedingt abonnieren. Könnt ihr dann sehen, da wie Luca seine Pikachu V-Kollektion aufmacht und vielleicht das wunderbare Shiny Glurak pullen kann, Leute. Ohne dass wir jetzt was geöffnet haben, möchte ich das Video nicht beenden. Darum möchte ich mir heute die Energie nehmen. Ey, nö! Doch, Sohnemann. Und aus meinem Display verlorener Ursprung mit dem Shiny, mit dem glänzenden Gardevoir. Oh, vielleicht auch mal einen Pull zu landen, denn der Sohnemann wird die ganze Woche das Daily Boost Opening starten. Hab ich einen Raktyl drin gezogen. Warum sollte ich dann nicht auch mal einen Luck haben? Das der Code ist für euch. Auch mal einen Luck haben. Und jetzt am Mittwochnachmittag, am Magic Mittwoch, Papa, auf jeden Fall einen Pool starten. Die Finsternis ändern. Ich soll mir nicht stoßen, Pool. Ein Seemon. Distmar, okay. Wähle ein Basis-Pokémon aus deinem Ablagestapel und tausche es gegen eins deiner Basis-Pokémon im Spiel aus. Alle angelegten Karten, Schadensmarken, speziellen Zustände, die Anzahl der Züge im Spiel sowie alle anderen Effekte verbleiben auf dem neuen Pokémon, okay. Kann eine richtig spielstarke Karte werden. Dann haben wir Wishu, die Weiterentwicklung von Linfu. Dann haben wir Wuffels, ein Jurob. Let's go. Aber wenn ich das Eis schon wieder sehe hier an der Küste, dann bibbert schon. Aber das ist das Wetter, was wir brauchen zum Totschießen. Marallo. Wobei ich jetzt ja diese Woche meinen letzten Bowser-Wettkampf erstmal gehabt habe. Da mein Knie operiert wird in Hamburg. Und dann werde ich erstmal eine Zeit lang außer Gefecht setzen, aber hoffentlich die Kraft zu haben, euch noch Videos zu bringen. Haben wir Tromburg als Reverse-Karte mit der Fähigkeit Urgehäusbarriere, die ich jetzt nicht durchlese, denn ich möchte jetzt hier meinen Sohnemann Disney mit dem absoluten Magic Mittwochnachmittagspull. Und zwar haben wir hier ein Relaxo. Hashtag immerhin Loholo. Passendes Relaxo. Um jetzt den Mittwoch hiermit zu beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr lasst gerne ein Abo da. Kommentiert bitte, positiv wie negativ. Möchte ich gerne wissen, was ihr denkt über die Videos von Pokémon und Luca7. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen früh wieder zum Donnerstags Daily Boost Opening mit dem Sohnemann. Drum, einen wunderschönen Tag noch. Let's go, euer Pokémon und Luca7 der Coole. Come on.